zusammen. Das ist der Ralf, den kennt ihr vielleicht schon. Wir sind unterwegs mit den Schnuppis. Schnuppis ist einmal hier Kawasaki und die Afrika Twin. Nachher tauschen wir mal. Jetzt sind wir die ersten Kilometer Autobahn gefahren. Wo geht's hin? Nach Oschersleben geht's. Zum Reifentest. Ja, also, bis gleich. Ja, Leute, ich wollte mal berichten hier über die Versys 650. Das ist ein richtig cooles Bike. Der ganze Kram ist ja in den Koffern drin, deswegen auch kein Supersportler. Würde auch gehen, aber dann fährst du halt die ganze Zeit mit dem Rucksack rum. Ja, hier so die Ausführung, Karo einfach, aber ich finde dieses Motorrad sehr gelungen. Du kannst die Scheibe manuell noch rauf und runter stellen. Drehzahlmesser in der Mitte und rot. Der Lenker ist übrigens hier so ein bisschen federnd gelagert. Was gut erkennbar ist, ist hier die Ganganzeige, Geschwindigkeitsanzeige ist auch super ablesbar. Tankanzeige haben wir hier auch optimal. Ja, das ist sehr, sehr simpel gemacht. Für meinen Geschmack könnte der Lenker ein bisschen breiter sein. Aber sonst habe ich gar nichts auszusetzen. Klar, der 650 Kubik Motor, der macht seinen Dienst. Das ist jetzt keine mega Rakete, aber sind wir ganz ehrlich, das reicht vollkommen von der Leistung. Und ja, ich bin froh, dass wir jetzt so Fahrzeuge haben, um wirklich mit dem Motorrad zum Dreh zu fahren. Das fand ich bisher immer das Ätzendste, dass wir da immer mit dem Auto anreisen mussten. Ist doch doof. Hey, wir haben Sommer, wieso denn nicht mit dem Motorrad fahren? Ist doch alles cool. Morgen, ihr Lieben. Also, ich bin jetzt in Oschersleben. Hier ist noch Ruhe, aber genau noch 2 Minuten und dann geht hier der Betrieb los. Ja, ich werde einfach heute mal den neuen Dunlop-Reifen ausprobieren. Was er damit auf sich hat, seht ihr in dieser Folge. Bis gleich. Tschüss, umziehen. Also ja, tschüss. Und schon fertig umgezogen. Dunlop GP Racer D212. Das ist der profilierte Reifen. Und die ganz gleiche Mischung gibt es als GP Racer Slick D212. Das ist quasi ohne Rillen. Was die Pellen können, das finde ich für euch heute raus. Und ich hätte gesagt, jetzt geht's los. Fahren wir mal eine Runde, ne? Bis gleich. Tschüss. Wenn er warm wird, kalt gemessen, warm gemessen, 80 Grad, 60 Minuten und nach dem Fahren. Prima. Prima. Sind wir wieder schlauer. Ist ganz wichtig, weil je neuer oder moderner der Reifen ist, umso wichtiger sind die Luftdrücke. Falscher Luftdruck kann der beste Reifen auch nichts machen, normal. Ne? So, ihr Lieben, also eine Runde mit dem neuen Dunlop Slick. Die Steffi kennt ihr ja schon. Und wir fahren jetzt einfach mal eine Runde. Wir müssen natürlich die Reifen anfahren und ja, ich hätte gesagt, ihr kommt jetzt einfach mit auf einen Turn und dann schauen wir uns mal hier die Strecke an, ne? Ach Leute, ich bin im Rain-Modus jetzt. Ich bin, ach Gott, Alter. Wahnsinn. Das ist natürlich nichts. Ne? Muss man hier von Rain auf jeden Fall umschalten. Da ist auch der Rain-Modus drin, oder? Bei dir? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber die Stationskontrolle regelt so viel. Ja, es ist auch Regenmodus. Pass mal auf. So ist jetzt Race. Jetzt ist Race-Modus drin. Ich bin nicht aus der Ecke rausgekommen. Ja, jetzt ist Race-Modus, jetzt müsst's gehen. So. Jetzt müsste man hier auf jeden Fall
Ah. Ja, jetzt. So ist das doch toll. So mag ich das. Jetzt kann man auch was sagen, okay. Traktionskontrolle regelt immer noch. Aber sehr, sehr angenehm alles. Toll. Ja, da freue ich mich doch. Das ist absolut in der Komfortzone alles und das, was hinten passiert, auch. Also gerade durch diese Mithilfe der TC, die ja dann regelt, kann ich es schwer einschätzen, aber das ist alles so komfortabel und so sicher vom Feeling. Wahnsinn, also das ist wirklich beeindruckend. Super. Sehr schön präzise. Vorderrad gefällt mir super. Man kann den Radius auch schön nachkorrigieren. Und die S1000 fühlt sich unheimlich leicht an. Ein Bogen, wunderbar. Ach, Oschersleben macht wieder Spaß, ist das herrlich. Ja, die Steffi fährt quasi das gleiche Reifenmodell, nur profiliert. Übrigens mit einer Straßenzulassung. Unfassbar. Das Schöne ist an Oschersleben, dass du hier keine Langeweile hast. Du hast so viele Kurvenkombinationen, Kurvenwechsel. Das ist so total, ja, geil zu fahren, weil, wie gesagt, keine Ruhephase, viele Wechsel auch. Und das ist schön, wenn so ein Reifen so handlich ist. Ich habe das Gefühl, dass das Motorrad so schön übers Vorderrad schön einklappt, sehr präzise einklappt auch. So, der Turn ist beendet. Wunderbar. Also das finde ich jetzt schon sehr, sehr gut. Mit dem Rain-Modus war ein kalter. Super geil. So Leute, erste Turn ist gefahren. War natürlich witzig, weil die Jungs es hier gut gemeint haben. Es hätte ja auch sein können, dass noch ein paar feuchte Stellen sind auf der Strecke und somit war jetzt der Rain-Modus eingeschaltet. Rain-Modus heißt, das Motorrad hat A, nicht die volle Leistung, die anliegt, und B, ist die Traktionskontrolle immer am Auslösen. Also das ist schon doof gewesen. Haben wir dann schnell umgestellt und dann konnte man auch schon sagen, hey, der Reifen ist geil. Es ist so, dass im Race-Modus natürlich auch noch die Traktionskontrolle aktiv ist. Also du siehst es einmal im Display während der Fahrt und zum anderen ist es dann auch schwer zu sagen, ab wann reißt denn der Grip ab. Es war der erste Turn, es geht hier um gar nichts, aber natürlich will ich nachher ausprobieren, wie viel geht denn wirklich. Was mir direkt aufgefallen ist, dass ich ein total stabiles Vorderrad habe, super geiles Feedback habe und dass auch in den Kurvenwechseln das Motorrad sehr, sehr leicht einlenkt. Das war Turn 1, gleich geht's weiter. Kurze Zeit, um mal nachzufragen bei den Herrschaften, was es denn so mit den Mischungen auf sich hat und für wen und wie und was. Also vielleicht kriege ich da mal einen ans Rohr. Zack, wie versprochen habe ich jetzt einen Experten hier am Start. Servus. Stell dich kurz vor, du gehörst ja hier zur Dunlop-Truppe. Ganz genau. Ja, ich bin der Simon, ich bin der Vertriebsleiter für Dunlop Motorradreifen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Für Straßen- und Motorsportreifen. Und ja, wir machen hier heute einfach ein cooles Event mit ein paar Kunden und ein paar Leuten von der Presse. Super, das ist richtig geil. Du kannst mir jetzt auch sicher vielleicht was erzählen zum Reifen. Welche Kunden sprecht ihr denn mit diesem neuen Reifen an? Was sind das für Fahrer? Sind das mehr die ganz schnellen oder mehr die Hobbyfahrer?
Also den Begriff Hobby will ich da eigentlich ganz gerne so ein bisschen rausnehmen, weil Hobby hört sich immer so ein bisschen doof an. So. Man will ja auch eigentlich immer schnell fahren und man fühlt sich ja auch als Profi. Ne? Ja, stimmt. Ja, Leute, ihr wisst ja, wie das also gemeint ist. Genau, aber so der normale... Der normale Fahrer wie wir zwei. Genau, du und ich, der normale Trackday-Fahrer, der einfach zum Spaß auf den Trackday geht, auf die Rennstrecke geht am Wochenende und der halt jetzt nicht, sag ich mal, dass die allerletzte Rille an Performance irgendwie rausholen will, sondern der einfach einen Reifen zu einem gescheiten Preis kaufen will, der aber halt auch schön lange hält und mit dem er einfach Spaß haben kann. Ja, ne? Der Reifen muss ja lange halten, es kostet ja eh schon alles genug Kohle. Für wie viel Geld kriege ich denn so einen Satz Reifen? Also beim GP Racer, wir haben den ja als profilierten und als Slick-Variante, die sind aber preislich, sind die komplett identisch. Und da reden wir haben so eine UVP für einen kompletten Satz vorne und hinten von ca. 320 Euro. 320 Euro. Genau. Aber der Vorteil ist, einmal drauf machen und ganz geschmeidig auf jeden Fall locker das ganze Wochenende. Ja, nicht nur das ganze Wochenende. Oder länger, Das liegt dann an euch, ne? Schön einteilen, sag ich mal. Es gibt ja hier auch nichts zu gewinnen. Es geht rein um den Spaß immer bei solchen Veranstaltungen und natürlich soll man safe unterwegs sein. Das ist auch wichtig. Wie viel Performance jetzt noch drin steckt, probiere ich jetzt nochmal aus für euch. Tschüss, bis gleich. Um die ideale Reifenkonfiguration rauszufinden, welcher Reifen für euch der richtige wäre, ich habe euch hier in die Videobeschreibung den Link reingesetzt zu Dunlop und dann könnt ihr natürlich mal in Ruhe durchforsten, was wichtig ist. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu lesen auch. Das ist natürlich interessant. Du hattest eine berechtigte, sehr, sehr gute Frage. Ab wann ist ein Rennreifen abgefahren? Genau, ab wann ist ein Slick abgefahren? Ganz einfach, hier sind so kleine Löchlein drin. Hier und hier. Und wenn die weg sind, dann ist quasi der gute Belag abgefahren. Nächster Turn. Ich bin ja jetzt eben noch so ein bisschen rumgeschlichen und habe mal mit den Jungs gequatscht hier von Dunlop. Und es ist wirklich die Kontur vom Reifen, die die Handlichkeit ausmacht. Auch jetzt die Performance direkt, ohne groß rumzumachen. Kannst du schön angasen direkt. Super. Absolute Stabilität hier. Mega Grip. Super geil. Ja, Zielgruppe sind natürlich auch für diesen Reifen die Cup-Fahrer. Gut, dass der Sascha da ist. Der Sascha kennt sich ja so ein bisschen aus, wie manche wissen, mit Motorrädern. Und du organisierst ja auch den GSXR Cup. Genau. Der auch mit den Reifen fährt. Der genau mit diesem Reifen fährt. Genau. Und du begibst dich auch ab und zu mal in diesem Cup. In Gefahr. In Gefahr. Schon in Gefahr. Ja, genau. Was sagst du jetzt zu dem neuen Reifen? Ich finde den Reifen total super. Also wir sind ja letztes Jahr auch schon den Vorgänger gefahren, den 12er. Ja. Und mit dem 212er, den wir jetzt fahren, ist es in beiden Klassen ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Ja. Der Reifen ist ja komplett neu, ist ja nicht nur irgendwie neu profiliert oder in eine andere Form. Also gemacht. Richtig neu, ne? Genau. Also die Karkasse ist neu. Erklär mal so mit der Compound auf. Und mit der Karkasse kann man vorne eigentlich gar nicht stürzen, oder? Geht gar nicht. Der Vorderreifen ist wirklich super stabil, auch auf der Bremse. Ja. Und gibt einfach ein super, super Feedback. Ja. Und man kann natürlich schon stürzen, wenn man es wieder übertreibt. Aber Ach Quatsch. Es gibt ja diesen Kamm'schen Reibkreis. Und wenn man sich innerhalb dieses Reibkreises bewegt, kann eigentlich nichts passieren. Kann nichts passieren, okay. Außerhalb dieses Reibkreises ist manchmal blöd. Aber nur manchmal. Nur manchmal. Nur selten. Das ist aber, du begibst dich auch selten aus deiner Komfortzone raus, oder? Ich fahre immer ganz entspannt. Ja. Ist ja, auch landschaftlich ist ja hier man kann blühende man Landschaften, sieht wurden mehr. Uns versprochen. Man hat auch mehr davon. Auf jeden Fall. Genau. Wir haben jetzt mal so eine Minute Zeit für euch, weil der Turn jetzt
quasi so ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Ist natürlich mit dem Slick hier keine geile Performance. Ich hätte jetzt sehr, sehr gerne das Motorrad ohne Traktionskontrolle ausprobiert. Leichte Luftfeuchtigkeit. Die Steffi und ich, wir hatten heute das Vergnügen, also ich sage jetzt wir hatten, weil wir sind durch mit unserem Film, wir brauchen nur noch ein Schlussfazit, hatten das Vergnügen eben diese Dunlop-Reifen zu testen. Und du bist jetzt den Profilierten gefahren. Genau. Und man muss dazu sagen, du fährst jetzt schon lange die R6 und kennst das Vorgängermodell. Kannst du irgendwie so Vorteile ausmachen? Also auf jeden Fall, wie gesagt, ich fahre den GP Racer 211 schon gute 2-3 Jahre jetzt. Ja. Und auch auf der R6 und bin ich gestern auch gefahren. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es der Reifen wesentlich handlicher ist. Also der neue jetzt. Der neue, genau. Ja. Der hat irgendwie eine andere Karkasse, da hat man ein bisschen mehr von der Kontur, das ist geändert worden. Genau, ja. Also und das merkt man richtig. Ich kann ja euch leider nicht sagen, wie der vorher war, weil ich ja keinen Vergleichswert habe. Cool. Was sagst du so jetzt? R6 bist jetzt mal umgestiegen, S1000 RR. Ist schon lustig, gell? Kann man so alle ärgern. Da war so ein bisschen Verkehr auf der Strecke, da schert man aus und fährt vorbei. Ne? Ganz genau. Es ist viel einfacher als mit der R6 logischerweise. Genau. Sieht man dich in Zukunft auch in der 1000er so ein bisschen so? Also ich meine, man muss ja immer irgendwie ein bisschen im Verhältnis das Ganze sehen. Also die Leistung, die ich jetzt in der R6 habe, die muss ich auch erstmal auf die Straße bringen. Stimmt, und, ja. Und dann kann man überlegen, ob man mal einen Schritt weiter geht. Ja. Aber so zum Spaß ist das auf jeden Fall mal eine geile Leistung. Es ist witzig, ne? Mhm. Es ist witzig. Du wirst noch ein paar Turns fahren, denke ich, heute Nachmittag. Auf jeden Fall. Fast Heimspiel. Ja. Also Berlin ist nicht weit. Wir müssen noch ein Stückchen Motorrad fahren und ich hätte gesagt, das war dann auch schon wieder für heute. Lasst gerne ein Abo da, ein Däumchen da. Und hier geht's zum nächsten Video und da kann man ein Abo machen. Top. Tschö. Irgendwann ist jetzt mal Schluss mit Zugucken, oder? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's.